Warum sind The Carbon Trees nicht nur unglaublich hilfreich, sondern sie machen die Welt auch ein bisschen freundlicher? Heute wollen wir dir von der Organisation The Carbon Trees erzählen. Wer sind eigentlich The Carbon Trees? Wie sind The Carbon Trees bei ZB Med involviert? Und warum das Thema auch für dich interessant sein könnte? Also hat das Ganze eigentlich irgendwas mit Zimmermanns Kunst zu tun? The Carbon Trees sind eine Non-Profit-Organisation, die hauptsächlich aus Freiwilligen besteht. Die Vision der Carbon Trees ist es, Daten- und Codierfähigkeiten an Forschende und BibliothekarInnen weiterzugeben. Was hat das denn jetzt mit Carbon Trees, also mit Zimmermanns Kunst, zu tun? The Carbon Trees fanden ihren Anfang in den Software Carbon Trees. Und diese sollten ein Kontrastprogramm zu Software Engineering sein. Beim Software Engineering geht es um die Entwicklung von Software, die über Jahre hinweg mehrere Prozesse durchläuft. Also die Planung, die Analyse und die Programmierung. Die Software Carbon Trees sollen im Gegensatz dazu Lösungen für kleine Programmiertätigkeiten mit an die Hand geben. Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Workshop-Formaten: den Software Carbon Trees, den Data Carbon Trees und den Library Carbon Trees. Alle Workshops richten sich an die jeweilige Zielgruppe, haben aber die gleichen Programmierthemen. Lediglich die Beispiele unterscheiden sich. In einem Library Carbon Tree Workshop erfährst du zum Beispiel, wie du über eine API Metadaten zu Digital Object Identifiers abgreifen kannst. Und das automatisiert. Es spielt also keine Rolle, ob du 5 oder 50.000 DOIs hast. Außerdem bieten die Carbon Trees ihr gesamtes Lehrmaterial online frei verfügbar für jeden und jede an. Hashtag Open Access, Hashtag Open Science. Was genau wird denn jetzt eigentlich gelehrt? Die verschiedenen Themen sind sogenannte Lessons. Und davon gibt es jede Menge. Über Datenbereinigung, Datenspeicherung, Programmiersprachen wie Python oder R, die Versionskontrolle Git, Unix Shell, SQL, Wikidata und noch vieles mehr. ZB Med beteiligt sich auch an der Weiterentwicklung dieser Lessons, zum Beispiel bei der Wikidata Lesson und bei der Python Lesson. Apropos ZB Med, wie kommen wir hier jetzt eigentlich ins Spiel? Mehrere Mitarbeitende bei ZB Med sind zertifizierte Lehrende, also die sogenannten Instructor. Daher hat ZB Med nun seit 2018 ca. 35 Software- und Library Carbon Tree Workshops selbst organisiert und gelehrt. Übrigens wollen wir dieses Jahr auch mit den Data Carbon Trees durchstarten. Seit Mai 2020 finden unsere Workshops online statt und wir sind total geflasht, wie gut dieses Format auch online funktioniert. Für mich persönlich sind die Workshops gerade durch den respektvollen und freundlichen Umgang in der Community eine super Gelegenheit, um die Angst vor Programmieren zu nehmen. Denn die Devise bei den Carbon Trees ist: Es gibt keine blöden Fragen, niemand wird zurückgelassen und die Workshops sind wirklich für Novizen gedacht. Also keiner erwartet von dir, dass du als Hackerin aus dem Workshop rausgehst, sondern das Computational Thinking, also das Verständnis dafür, steht im Vordergrund. Das Coole an den Carbon Tree Workshops ist auch, dass neben den Instructor auch Helfende dabei sind, die dich immer unterstützen. Du kannst Sticky Notes benutzen, um nach Hilfe zu rufen. Im Online-Format sind auch Helfende dabei, bei denen du dich melden kannst. Und das Coole ist, dass du deinen Bildschirm teilen kannst und alle aus deinem Fehler profitieren. Denn Fehler sind was Gutes. Wie kannst du jetzt an einem Workshop teilnehmen? Wenn du an einem unserer Software Carbon Tree Workshops teilnehmen möchtest, dann kannst du auf unsere Webseite gehen, www.zbmed.de, und unseren Newsletter abonnieren. Dann wirst du immer auf dem Laufenden gehalten, wann ein neuer Workshop ansteht. Vielleicht würdest du auch selbst gerne einen Carbon Tree Workshop in deinem Forschungsinstitut oder in deiner Bibliothek anbieten. Hier kannst du entweder selbst einen Workshop organisieren oder dich an die Regional Coordinators der Carbon Trees wenden. Diese können dir bei der Organisation helfen und all deine Fragen rund um die Workshops beantworten. Glücklicherweise bin ich Regional Coordinator für die Dachregion. Also solltest du aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommen, kannst du gerne mir schreiben unter folgender E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse packen wir euch auch noch in die Infobox. Also sinnbildlich, ich habe einen Hammer, ich habe Nägel und ich baue mir eine Hütte, anstatt den großen Wolkenkratzer.
Daher Zimmermannskunst. Und wenn du noch mehr über The Carpentries wissen möchtest, findest du den Link zur Webseite in unserer Infobox. Und abonnieren. Und liken nicht vergessen. Hinterlass uns doch deine Fragen zu den Carpentries oder zu den Workshops in der Kommentarspalte. Dann gucken alle auf den Bildschirm und lösen gemeinsam das Problem. Und so geht es jedem mal und jeder profitiert von den Problemen der anderen und alle sind hinterher schlauer. Können wir das reinschneiden?